Hallo und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel, Strategiespiel und Zwergenfreunde zu Spellforce Shadow of the Phoenix. Ja, wir sind groß dabei, hier eine Armee zusammenzustellen, um die Wölfe loszuwerden um uns herum, die uns ärgern. Damit wir danach in den nächsten Abschnitt gehen können. Ja. Dafür warten wir auf Nahrung, warten auf Ressourcen. Für die Ehre. Also ja, ich sehe schon, ich habe wieder ein bisschen übertrieben mit den Nahkämpfern. Das heißt, es gibt jetzt dann erstmal nur noch Hexenmeister. Auch wenn wir da das Problem haben, dass das Aria-Sammeln recht langsam vor sich geht. Und die meisten anderen Ressourcen. Ja gut, Mundsilber haben wir noch mehr als genug. Da kommt die nächste Horde. Mundsilber und Aria geht noch einigermaßen, wird aber auch langsam abgebaut, vor allem Aria. Weil die Quellen haben halt leider nur drei Brunnen. Also ja, ich könnte theoretisch. Aber bringt nicht viel, wenn ich da noch mehr reinpacke. Jetzt ist da schon eine Quelle versiegt. Die Linien dürfen nicht brechen. Ja, und ich nutze absolut die Assassinen. Komm zu oben, komm! Schließ die Um Reihen! sie wieder loszuwerden. Gebt euren Befehl. Bei einer hat es schon mal geklappt. Für die Macht Nors! Schließ die Reihen! Sie sind überall! Schließ die Reihen! Verstärkt die Deckung! Da oben gibt's ordentlich auf die Ömmel. Schließ die Reihen! Oh! Feindlicher Angriff! Schlagt sie zurück! Verstärkt die Deckung! So. Und das waren die da oben. Na gut, es beschleunigt ein bisschen, weil sobald einer von denen, die gesammelt hat, auf dem Rückweg ist, kann schon der nächste hinlaufen und sammeln. Man muss nicht erst warten, bis einer wieder, bis derjenige das, die schwere Flasche hingeschleppt hat und dann wieder zurückläuft. Also ja gut, ein bisschen beschleunigt tun wir es. Aber leider auch nicht sehr arg. Wie gesagt, ich könnte mehr auf Havox gehen. Das würde Aria sparen.
werde ich wahrscheinlich für auch die noch Ehre hier holen. Aber ich will auch noch Hexenmeister und Nekromant. Naja, Havox, wobei die Nekromanten lasse ich weg und nehme lieber Hexenmeister, weil das Beschwören, das können auch die Havox übernehmen. Und für 5 Havox brauche ich nur 300 Aria, nicht 550. Feindlicher Angriff! Haltet durch, Männer! Verstärkt die Deckung! So, da kommen die nächsten Angriffe schon wieder. Also nochmal 700 zusammen für die Hexenmeister. Währenddessen kriegen wir die Nahrung, die wir brauchen. Oh, da kommt ein großer Angriff. Schlagt sie zurück! Schlagt sie zurück! Schlagt sie zurück! Soll, wenn aussagt. Verstärkt die Deckung! So. Wir wissen, hier oben ist noch ein Monument. Deswegen will ich mich erstmal da hochkämpfen, bevor wir dann hier das letzte Lager ausschalten. Also erst hier rüber und dann da hoch. Also ja, Mondsilber wäre wirklich nicht das Problem. Ich glaube, während wir auf die Nahrung warten, hole ich mir dann auch gleich wirklich nochmal Havox. Wenn ich mir so recht überlege, könnte ich theoretisch, auch wenn es nicht viel Unterschied macht, hier die beiden tauschen. Weil die Assassine und der Kriegsherr sind so die normalen Kampftruppen und da sind haltet das hier durch, die magischen Männer! Nackt feindlicher und dann Angriff! Die Vollzeitmagier. Haltet durch, Männer! Das kitzelt! Ist die Frage, mache ich noch einen Kriegsherrn oder mache ich noch einen Havoc? Ich mache noch einen Havoc. Mehr von der netten Sorte. Nor ist lassen wir uns. Sie nicht warten. Endlich. Ruhm und Ehre. So, jetzt heißt es auf Nahrung und auf Aria warten, damit wir nochmal
Hexenmeister machen können. Schließt die Reihen! Das kitzelt! Ein feiger Angriff! Jo, die Assassinen, die wir hier gerade verlieren, immer fleißig durch Havocs ersetzen. Lasst uns kämpfen! Hauptsache, wir haben viel zu beschwören. Das hätte ich eigentlich erforschen sollen, bevor ich mit den Havocs angefangen habe. Egal. Habe ich doch nicht dran gedacht. Ich habe es, glaube ich, in der letzten Aufnahmesession noch erwähnt und dann gedacht, oh, fange ich doch mit Havocs an. Havocs sind toll. Und habe total vergessen. Oh, hi. Haltet durch, Männer! Wird sofort ausgeführt. Sie sind überall! Zu Befehl. Du, geh mal weg da. Das ist nicht gesund. Halt doch still! Feindlicher Angriff! Komm zu oben, komm! Du mach mal neue Spiegelbilder. Verstärkt die Deckung! Flank sie zurück! Umb alles kaputt! Sie sind überall! Ja, wenn der Heiler stirbt, wäre nicht gut. Nor, lassen wir sie nicht warten. Haltet durch, Männer! Schlagt sie zurück! Verstärkt die Deckung! Okay, das läuft da jetzt wieder. Ah, ja, wir sind bald... Ja, wir haben jetzt die Nahrung, aber nicht das Aria. Für die Ehre! Wie gesagt, bei den Wölfen hier will ich ein bisschen aufpassen. Also ja, ich könnte jetzt noch die 5 Havocs, die ich gerne hätte, machen. Aber ich warte erstmal auf das Aria für die Hexenmeister. Und hier oben hier wird sich arg wenig tun. Ich weiß nicht, das muss auch immer noch Bug sein. Ich kann mir sonst nicht vorstellen, warum am Anfang da ein Becken voll ist bis oben hin. Die anderen fast leer, da ist irgendwie das Aria nicht richtig verteilt worden. Für die Macht, Krieger! So, ihr beide nach vorne, dass ihr als erstes drauf geht, auch wenn das so gemein klingt. Aber wir brauchen den Bevölkerungsplatz, den ich aus Versehen für euch verschenkt habe. Für bessere Einheiten.
Also ja, die Hälfte des Arias haben wir schon mal. Haltet durch, Männer! Die Linien dürfen nicht brechen!